als real. So, und heute spielen wir Humanity. Und zwar Humanity habe ich eigentlich schon einmal auf der PlayStation VR 2 gespielt. Video ist irgendwo unten bei meinen PlayStation-Spielen, da gibt es nämlich schon länger. Danke an den Entwickler noch einmal, dass ich auch einen Key bekommen habe für die Quest-Version. Quest 2, Quest 3, Quest Pro. Ich glaube, Quest 1 wird es nicht mehr gehen. Die ist einfach schon zu langsam für das Spiel. Weil da relativ viel zum Berechnen ist, man musste ja dort tonnenweise tausende kleine Menschen berechnen und das ist schon eine irrsinnig große Leistung für so ein Spiel. Wie funktioniert es gegenüber der PlayStation? Also es ist grafisch minimal etwas von den Mankalern etwas schlechter, aber trotzdem sehr gut, also wirklich sehr gut und es funktioniert flüssig. Also es geht wirklich, die Steuerung ist perfekt, es funktioniert alles so, wie es eigentlich sein will, sollte. Was ist Humanity ganz genau? Humanity ist im Prinzip gesehen nichts anderes als wie, du bist ein kleiner Hund, der die Menschen anführt. Das heißt, du musst sehen, die Menschen sind dumm in dem Fall, die gehen einfach strikt geradeaus und fallen dann in den Graben hinunter. Das heißt, du musst dort Pfeile markieren und sagen, in welche Richtung die Menschen gehen sollen, ob sie springen sollen, in welche Richtung sie gehen müssen, ob sie groß springen, klein springen, ich weiß nicht, was dann später noch alles kommt. Und du musst sie ins Licht führen. Das heißt, da kommt also ein Lichtbalken und in dem musst du sie einbringen. Und wenn da, ich sage jetzt einmal, 100 Menschen drin sind, so ähnlich wie bei Lemmings, dann hast du das Level geschafft. Zwischendurch gibt es goldene Figuren, die sind irgendwo mitten im Bild versteckt. Das sind so wie bei diese Cut the Road oder Cut the Rope oder Where's My Water und so weiter. Diese kleinen Pinguine, die was man halt mitsammeln sollte. Und das sind halt so goldene Figuren, die man einfach mitnimmt. Hat man die mit, kriegt man Sondersachen. Also momentan waren es bei mir Einstellungssachen, die man dann dazu kriegt. Zum Beispiel kann man dann das Bild verschnellern. Man kann später dann Zeitlupe aktivieren. Man kann, ich weiß jetzt gar nicht, was noch alles. Also das kommt halt durch diese goldenen Männer. Wenn man die halt auch hat, kriegt man so gewisse Geschenke. Ja, also ich muss sagen, das Spiel ist absolut genial, macht irrsinnig viel Spaß. Also vielen, vielen Dank, lieber Entwickler, da wirklich für den Key, weil mir hat es auf der PlayStation schon wirklich gut gefallen und jetzt auf der Quest ist es genauso gut. Ja, das war es eigentlich schon wieder von mir. Schaut euch das Spiel einfach einmal an. Ich mache das Tutorial durch, danach, ich habe zwei Levels und es ist, ich glaube, es geht noch irrsinnig weiterhin und das ist irrsinnig spannend. Das heißt, wenn ihr für die Couch auf Nacht irgendwo sucht zum Spielen, das ist interessant, weil da kann man sich wirklich dann lang überlegen, wie man da durchkommt, wie man schafft, die goldenen Männer mitzunehmen und so weiter und so fort. So, schaut euch das Spiel einfach mal an. Wie gesagt, 24,99. Ich verlinke euch drunter und nicht vergessen, viele bunte Daumen. So, das war's von mir. Tschüss, Baba. Euer Uwe. Only VR is real. Wir spielen heute Humanity. Und zwar, ich kann euch jetzt gar nicht auswendig sagen, was es ganz genau gegangen ist. Ich habe das Spiel nämlich schon auf der PlayStation VR 2 gespielt. Aber ich glaube, ich werde gleich wieder drinnen sein. Und wir starten das Ganze. Ich habe da einen kostenlosen Zugang bekommen. Gestern. Und wir schauen uns das Ganze jetzt einfach einmal an. So, dann müssen wir natürlich wieder einmal einen Lizenzvertrag zustimmen. Ja, aber ich kann mich noch gut erinnern, es schaut genauso aus. So, wir schauen jetzt nur noch auf Audio, dass ich. Ist aber eigentlich eh nicht so schlimm. Die Musiklautstärke ist eh nicht so oft laut. VR, flüssig, Standard. Ach, ich lasse alles so, wie es ist. Wir werden das einfach alles so verwenden. Wichtigste ist für mich jetzt Deutsch. Filmfrequenzen lassen wir. Ah, alles passt. Alles klar. So, speichern und verlassen ist die Taste B drücken. Und es geht los. Wir sind in Humanity. So, und um was geht's ganz genau? Du musst irgendwie, du bist glaube ich so ein kleiner Hund und musst mit diesem kleinen Hund die ganzen Leute einfach durchs Level für so eine Art Lemmings oder so in der Richtung. Und das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal an. Spiel kostet 24,99. Ja, hey, schaut ja absolut cool aus. Also der Hund ist ein bisschen, der flackert da vorne ein bisschen. Die Schrift ist allerdings schön. So, du musst die Menschen zum Licht führen. Also die Menschen schauen ein bisschen jetzt nicht so
so schön aus, aber ich kann mich aber noch gut erinnern, ich kann mich noch gut erinnern an mein erstes Spiel. Also du musst mit dem Hund die Menschen da hinten in das Licht führen. So, L, um dich zu bewegen, A, um zu springen. Feuerkamera zu füllen. Alles klar. So, jetzt haben wir wieder eine kleine Hundi da dran. Das ist ja voll cool. Schau, jetzt, da kann man sogar die Leute voneinander bringen. So, L bewegen, A springen. Das funktioniert A. B und L Befehl platzieren. Muss ich mal schauen, was die B-Tasten war. Also, ich kann jetzt da hergehen. So, B-Taste gedrückt und in die gewünschte Richtung. Jawohl, schauen, die B ist die obere Taste. Passt, gehen wir es wieder an. Das heißt, ich fahre jetzt einfach da vorne, jetzt kommt da nämlich ein Abgang. Jetzt sage ich da B und sage, ihr müsst da um. Dann sagen wir, ihr müsst da her und jetzt gehen die Leute genauso, wie ich das haben will. Und du musst eben eine gewisse Anzahl von Menschen da reinbringen, damit du das Level wieder geschafft hast. Schauen wir uns das Ganze einmal näher an. Ja, geht gar nicht. Kann da gar nicht ganz hinfahren. Dann wird das leider, verschwindet das leider. So, und da werden die Menschen jetzt aufgesaugt. Sozusagen, und ob einer gewissen Anzahl von Menschen. Ah, es ist schon gigantisch, wenn man denkt, die Brille muss ja da die ganzen einzelnen Menschen berechnen. Also, der Prozessor ist schon cool. Perfekt. Und sobald du da eine gewisse Anzahl hast an Menschen, hast du das Level geschafft. So funktioniert es. Also ich muss sagen, es schaut jetzt zur Playstation-Version total gut aus. Ich finde, dass es auf der Playstation natürlich etwas schärfer war. Die Mankerl ein bisschen schöner waren, aber alles okay, alles gut. So, dann gibt es jetzt den Goldi. Der Goldi ist die goldene Figur da und den sollte man, glaube ich, immer mitnehmen. So, eine funkelnde Gestalt schwebt in der Luft. Sieh, dies ist der Goldi. So, genau was ist jetzt immer. Ah ja, genau. Halt, stopp, stopp. Nein, es passiert nichts. So, hopp. Dann sage ich, ihr geht's da hin. Da rauf. Und da oben. Und auch den Goldi soll ich auch mitnehmen. Halt, stopp. Ich muss zu um. Heißt das Geld? Mir taugt das irgendwie fast besser. Wie auf der Playstation von der Steuerung her. Normal brauche ich da eh nichts mehr tun, weil die müssten jetzt ja alle da oben gehen. Der Goldi ist mit. Der große Goldi geht jetzt mit. Ja, das war's. Und jetzt irgendwann wird wieder alles explodiert und wir haben es geschafft. Absolut cool, inklusive Goldi. Goldi-Belohnungen, sammle Goldis für diverse Belohnungen freizuschalten. Passt. Dann geht's weiter, Prolog 3, kleine Schritte. So, ich werde trotzdem schauen nochmal. Ja. Gibt's. Muss ich warten, wenn das Spiel wieder gestartet ist, aber da kurz ins Menü komme, sehr gut, weil ich mich die Musik noch leiser mache und die nervt mich irgendwie. So, machen wir die Musik wirklich leiser, weil die nervt gigantisch, die Musik, was immer gleich ist. So, dann schauen wir mal. Höre eine Stimme in den Kopf, A weiter. Sorge dich nicht um sie. So, die sterben jetzt alle gerade. So, jetzt müssen wir schauen, wo wir die jetzt alle hinbringen. Wir bringen die jetzt alle einmal daher, hätte ich gesagt. Das werden sie aber auch nicht überleben. Ah, was machen wir denn? Uga Katuga, warte mal kurz. Ah, da hinten, da ist der Goldi. Dann werden wir mal in Ruhe da herfahren. So. Dann werden die jetzt alle da oben springen, hoffentlich nicht sterben. Alles auch zu hoch. Uiuiui, warte mal kurz. Jetzt
müssen Sie auch selber überlegen, aber dann müssen Sie ja zuerst da her. Hopp, hopp. Dann lösen wir den nochmal auf. So, mal da her. Hopp. Dann runter. Daher, jawohl, das geht sich jetzt aus. Hin, her. So, dann muss ich mir fast beeilen. Daher. Dann hin, her. Na, gar nichts. Den lösen wir auf. So. Dann nehmen wir den zweiten Goldi mit. Sagen wir da noch um und dann sagen wir, haben wir es geschafft. Na, das ist zu hoch. Okay. Ach, wie komme ich jetzt auf? Jetzt muss ich da hinten mal gehen. Also Menschen kommen, glaube ich, unlimitiert. Da kannst du, glaube ich, sozusagen kennen, dass so viel sterben. Spielt keine Rolle. So. Daher. Dann gehen sie eh daher. Dann daher. Da hinauf. Rechts. Runter. Rechts. Jetzt müsste es fertig sein. Also ihr könnt es da noch mit dem Trigger da das Ganze drehen. Vor- und zurückfahren. Das geht auch noch. Und das Ganze drehen. Also das ist relativ cool gemacht. Und mit der linken steuert sich komplett den Hund allein. Ah, da kann man noch aufhören zu besummen. Okay, runter, hoch und runter geht da noch. Passt. So, dann haben wir es wieder geschafft. Zwei Goldis haben wir auch mitgenommen. Ein Goldi, zwei Goldis und tausende an Menschen. Vermutlich wenn der 100, 200 das schafft. Und es wird jetzt natürlich dann immer interessanter. Schnellvorlauf. Ah ja, genau, das gibt es jetzt dann auch. Du kannst mit RG benutzen, um den Fluss der Zeit zu beschleunigen. Okay, das heißt, wir können jetzt hinten drucken und dann geht es schneller weiter. So. Kann man da jetzt eigentlich? Nein, ich kann vorher nichts anschauen. Das geht leider nicht. Sondern du fängst da einfach gleich an. Ich hätte einmal gesagt, wir holen uns jetzt einmal den Goldi. Das ist einmal der, aber jetzt muss ich aufpassen. Aber wenn der den Goldi da. Dann gehen sie da drüber. Was ist das da? Jetzt kommen sie alle und ich weiß nicht wohin. Warte, muss ich den zweiten Goldi, möchte ich auch gern haben. Oder kommen sie nicht? Jawohl, da müssten sie schon aufgekommen. Kommen wieder eine? Nein, ich komme gar nicht eine. Hopp. Nein, jetzt werden sie das aber schon fertig machen, das ist blöd. Ja, das habe ich falsch gemacht. Ah, die fallen Gott sei Dank runter, weil das noch zu ist. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Da einer? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Moment, wie mache ich den fertig? Also erst wenn ich den Goldi hole wahrscheinlich. Aber wie kriege ich den zweiten Goldi? Da ist ja eine Fragezeichen. Ansehen. Ah, ich muss doch wahrscheinlich auf die. Da muss ich jemanden draufsetzen auf die Tasten. So, das Problem ist nur. Jetzt verschwindet es da oben. So. Was der Goldi. Den ersten hätten wir ja gerettet. So. Aber wie kriege ich die weiter? Na, das ist ja irgendwie wurscht. Ja. Na, ich komme da ja nicht auf. Das ist ja mein Problem, ist ja, dass ich da nicht aufkomme. Ich muss da auf. Wohl. Jetzt komme ich da auf. So. So. Da muss ich irgendwie. Wen sagen, ihr müsst da oben gehen, den Goldi holen und den Goldi wieder zurückführen. Ah, das ist wieder zu hoch. Ja, das ist natürlich wieder schlecht. Also du brauchst jetzt wirklich nicht aufpassen drauf, wie viele Menschen das schaffen. Ja, eigentlich, warte mal, der Goldi ist ja schon drin. Dann kommt gleich da einer. So. Aber jetzt müssen wir es geschafft haben. Ah, jetzt muss ich noch aufpassen. Uga Katuga. Aber die müssen jetzt eh aufgehen, aber ich muss den. Da oben darf ich natürlich nicht sagen, dass er da hergeht, sondern dass er da hergeht. Und jetzt hoffen, dass ich nicht zu viele Menschen rette, bevor nicht der Goldi drinnen ist, in Sicherheit.
Weil den will ich ja zuerst haben. Müsste es hier rausgehen. Jawohl, Goldi, geschafft. Und jetzt dürfen die restlichen auch aufhören, ist wurscht. Level abgeschlossen. Ziel, 2 Goldis. Alle 5 Goldis. Neue Belohnung, freie Kamera. Du kannst jetzt R drücken, um das Spiel anzuhalten. Ah, okay. Testen wir das einmal. Okay, das heißt, ich kann jetzt rechts da drücken, jetzt kann ich ganz normal durch die Gegend schauen, mir in Ruhe das Level schon vorher anschauen und dann draufdrücken und dann geht es wieder weiter. So. Dann hätte ich gesagt, wir schicken mal die einmal zum Goldi und mit dem Goldi wieder zurück. Dann kommen sie eh da her. Dann sagen wir wieder zurück. Aber, na gar nichts, das ist ja schlecht, wenn sie zurückgehen. Sondern sie gehen da um. Und dann gehen sie aber gleich auf. Ah, gell. Ja, aber passiert ja nichts im Normalfall, oder? Sterben die wieder. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt wird es langsam kompliziert. So, wo bleiben denn die? Jetzt kommen sie. So, wieso geht der Goldi wieder zurück? Ach so. Ah. Das ist natürlich schlecht. So. Halt. Der Menschenschalter hat den Übeltäter jetzt ein. Ah, das ist ja schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Der Goldi kommt nämlich auch schon. Achso, der Menschenschalter muss immer bedient werden. Eieiei, aber jetzt ist zumindest einmal gut, dass ich da einen Haufen Menschen habe. Jetzt muss ich den Goldi dort irgendwie holen. So. Und wie kriege ich denn den da her? Ja, ihr müsst jetzt da her. Dort habe ich schon genug Menschen. So. Kommst du rüber? Dann da eine. Brauche ich noch nichts beschleunigen, weil jetzt bin ich froh, wenn ich. Boah, das könnte eigentlich schneller gehen sogar. Also von der Bedienung her. So, dann hätten wir den auch gerettet, oder? Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich da ein paar Menschen kriege. Wieso sind die anderen jetzt eigentlich alle weg? So, der Goldi ist da. Die kommen jetzt auch da auf und ich muss jetzt schauen, dass ich da welche finde, die wieder auf dem Schalter die den Taster drücken und dann haben wir es geschafft, oder? Fast. Jetzt haben wir es geschafft. Juhu! Ein Goldi! Zwei Goldis! Okay. Ah, der ist schon fertig. Level abgeschossen und wir haben schon wieder 2 Goldis. So, wo war ich nicht schon? Da war ich ja schon, gell? Da geht's jetzt weiter. Prolog 5 auf dem Sprung. Ah, da unten haben wir jetzt irgendwas Neues, ein neues Symbol. Kann ich mich nicht mehr unbedingt daran erinnern. Eine neue Kraft. Sprung bewirkt, dass die Menschen in die Höhe springen. Ach genau, sammle sie ein und verwende sie mit Bedacht. Mit B kann man sie einsammeln. Aber wie setze ich den B? Ah, mit den Tasten oben hin und her. Dann tun wir da den Sprung her, damit sie den Goldi mitnehmen. Nein, nicht da. Das muss ich wieder zurücksetzen. So. Achso, ja, die brauchen ja da einen Sprung, weil
So, dann müssen sie alle da aufspringen. Ah, die holen den Bulli nicht. Die holen den Bulli, jetzt haben sie den Bulli erwischt. So. Aber die sterben jetzt leider alle. Also liegt doch der Goldi nicht stirbt. Ich stirb dafür. Wo tauche ich denn jetzt wieder auf? Oder bin ich wieder da? So. Den Goldi hätten wir gerettet. Dann machen wir da noch einen zweiten. Na gut, so noch nicht. Da war noch ein Goldi. Dann haben wir es eh schon geschafft. Also jetzt kommt wieder was dazu. Das ist der Sprung. Das wird immer schwieriger und immer komplizierter. Ich muss sagen, ist der Goldi da jetzt nicht um die Kurven gegangen, sondern der ist Angst und nur die normalen Menschen sind leider alle verstorben. Die gehen alle, die anderen springen hier da hinten runter. Ist ja so viel. Ah, ich bin schon wieder. Wo bin ich denn? Fast. Endlich, das geht besser. Nein, nicht Sprung. Abbiegen wollte ich. Abbiegen, dann. Sprung, wird sich das ausgehen? Geht's ja aus. So. Also jetzt kommen alle Menschen daher. Ach, da hinten ist noch einer. Das habe ich nicht gesehen. Ah. Sorry, da müssen wir da den B wieder einsammeln, den können wir einsammeln, den brauchen wir eigentlich nicht. Den brauchen wir, weil da müssen sie ja umhupfen. Ja, dann hätte ich gesagt, dann holen wir da die zweite Menschenmenge. Ihr auch nicht Sprung. Ihr geht's da um. Dann machen wir da einen Sprung. Und das war's eh schon. Achso, nein, ich brauche noch einen Sprung. Der muss dann auch circa da sein wahrscheinlich. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Laufen dort die Menschen auf und da, den habe ich gar nicht gesehen, den zweiten, dass da zweiter ist. Und jetzt fühlt sich der auf, der wird jetzt immer breiter, also da sieht man es auch schön, und sobald der grün wird, haben wir genug Menschen durchgeführt. Goldi war noch einer. Weiß aber gar nicht, ob man den immer retten muss, oder ob das nur ein Bonus ist. Goldi 6 auf dem Sprung. So, im Bad der Menge. Das ist dann, glaube ich, das schaut so aus wie das letzte. Das schaut aus wie jetzt das letzte und dann kommt man wahrscheinlich schon, dann hat man das Tutorial mehr oder weniger überstanden und dann geht's los. So, wir haben jetzt wieder Abbiegen und Sprung und sind im Prolog 6 und alter Fuchs. Also das machen wir jetzt auf jeden Fall noch und dann geht's los. So. Okay, also wir haben da jetzt eine mega riesen Lichtsäule. So, jetzt geht's los. Boah. Wo ist mein Hundi? Kann ich da aufregen? So. Soll ich jetzt auf meinen Menschen aufpassen? Na gut, da werden wir mal. Uha. So, da kommen wir super vorne. Jetzt kenne ich mich schon gut aus. Dann werden wir da mal abbiegen her tun, damit da nichts passiert. So, dann da her und dann brauchen wir wahrscheinlich wieder einen Sprung. Tack. Dann springe ich auch mal da oben. So. Ich hoffe, dass die Menschen da jetzt sind. Keine Ahnung, was jetzt mit dir passiert, die was da jetzt oben springen. Aha, die bleiben da jetzt da in dem Bad gefangen. Na, die gehen wieder raus. Okay. Dann passiert da jetzt gerade irgendwas. Hä? Hat er das jetzt kopiert auf alle drei? Da hinten ist noch ein Mensch. Jetzt habe ich meinen ersten Menschen verloren. Wieso tut denn der so komisch? Hä?
Da war noch eins zu spät, dass ich da jetzt nicht aufgekommen bin, weil ich glaube, ich muss die Säule jetzt mit alle Vierer schaffen. So. Hepp. Da ein Sprung. So. Und jetzt müssen alle Vierer kommen, dann habe ich eine super breite Säule. Jawohl. Aber ich habe leider einen von den Goldis verloren. Ein Goldi ist weg. So, und ich glaube, jetzt haben wir das Tutorial eigentlich durch. Und ich glaube, das sollte für euch ja eigentlich schon einmal als erster Eindruck reichen. Aber wir wollen ja das Spiel jetzt nicht irgendwie. So, aber ich schaue mal kurz. Ich kann mich nicht mal an das erinnern, was da genau gewesen ist. Ich höre eine Stimme in meinem Kopf. Du bist ja endlich. Sind das meine Geretteten? Genau, das sind die Menschen, die ich ins Licht geführt habe. So, jetzt gibt es da irgendeine Prüfungen. Ich kann mich jetzt momentan nicht erinnern, aber sobald es wieder war, sage ich es euch. So, jetzt kommt da irgendwas hergeflogen. So. Da hinten ist nichts, da ist alles finster. Speichern, so. Jetzt kann ich mich echt nicht mehr erinnern. 1 erwachen, Prüfungen abgeschlossen, 0 von 8. Gold ist eingesammelt, 0 von 19. Ne, da müssen aber viel mehr sein, weil ich habe doch ein paar geschafft. Ach so, okay, das geht jetzt eigentlich erst los. Okay, also das ist jetzt mehr oder weniger euer Hauptmenü. Wahrscheinlich bis zu der blauen Kugel muss man das zum Schluss spielen. Und jetzt fangen wir da an mit Erwachen. Und das ist dann sozusagen das erste Level, richtige Level. Weil die ersten Levels waren ja wirklich jetzt nur Tutorial. Ja genau, weil das ist jetzt ganz, ganz, ganz neu. Vielleicht probieren wir das noch kurz zum Schauen, was jetzt anders ist. Der hohe Sprung, ich sehe jetzt zwar jetzt nicht den Unterschied, glänzt der einfach, oder? So. Befehl einsammeln. Jetzt haben wir, hoher Sprung ist neu. Aha, da müssen wir zurück. Den gegen den hohen Sprung austauschen. Ist das jetzt der hohe? Ja. Ah, der Dampf in der Mitte einen anderen Kreis. Dann brauchen wir da wieder einen normalen Sprung. Dass ihr da reinkommt. Was bringt das jetzt überhaupt was? Da war irgendwas drin. Wahrscheinlich ein Goldi. Na super. Oh. Dann machen wir da einen hohen Sprung. So. Dann ist der Goldi einmal gerettet. Perfekt. Wir haben den Goldi gesichert. Den lassen wir jetzt einmal hochladen. Unser Goldi ist wichtig. Und mit dem kannst du dann irgendwas holen. So, und dann machen wir da das gleiche. Da brauchen wir jetzt den hohen Sprung. So, und im Normalfall, da ist ja nichts mehr im Weg. Da war noch ein hoher Sprung und das war's im Normalfall. Und jetzt können wir das einmal überspringen probieren. Ja, genau. Jetzt können wir da hinten draufhalten, dann geht's ein bisschen schneller. Zack, zack, zack. Dann brauchen wir nicht mehr so lange warten. Und wir haben's geschafft. Level abgeschlossen. Ziel, Goldi. Was ist da der zweite? Achso, wohl. Das ist nur der eine, den ich vielleicht irgendwann vergessen habe. Sollte jetzt das auch noch ausprobieren, weil es geht ja immer weiter und immer weiter. Jetzt kommt wieder was Neues. Wenn man denkt, das sind immer noch die Erklärungen, wie es funktioniert. Das ist ja gigantisch, oder? Wieder eine neue Kraft. Ah, oh, was ist denn das? Weitersprung veranlasst die Menschen, noch weiter zu springen als sonst. Ja, das wissen wir eh schon.
So, jetzt weiß ich nicht, was da genau passiert. Also ich nehme an, den muss ich einsammeln und dann muss ich den Weitersprung aufstellen. Okay, der ist zu wenig weit, dann muss ich den wegnehmen. Hopp, aber der kommt auch nicht bis da oben. Also das ist jetzt nicht der Schmäh, nicht der Trick an der Sache. Den Goldie lassen wir noch, aber warte mal kurz, da war doch irgendwas. Genau, die Tasten sind glaube ich zum Drucken und dann kann man die da irgendwie aktivieren. Warte, wie macht man das? Aber einen normalen Sprung habe ich ja gar nicht. Nein. So, was ist da auf? Hier kommt der keiner, gell? Nehmen wir mal an. Hopp, nein, da gehen sie unten durch. Okay. Und den will ich ja nicht sterben lassen. Weil der stirbt mir jetzt gleich. Gibt jetzt gar keine Idee momentan. Das ist echt cool, das Spiel macht richtig Spaß. Aber ich könnte da was vorbereiten. Man sieht eh den Schatten kurz, wenn wir ihn da herführen, den da oben führen, den da wieder zurückführen und dann, ja, dann stürzen sie ab, oder? Dann stürzen sie wahrscheinlich wieder ab. Boah, ich muss das jetzt ausprobieren. So, da her. Wie kommt es jetzt da her? Noch nicht beim. So. Und da brauche ich aber einen Sprung. Schauen wir mal, wo sie jetzt hinfliegen. Eh da her. So, dann schaffen wir es ja einmal, dass die Tasten drücken. Und jetzt wird sich wahrscheinlich der erste da von dieser. Genau, der wird jetzt zu einem festen Material. So. Ich kann die aber nicht befehligen, dass das. Ich kann da jetzt glaube ich nicht sagen. Wohl, das geht. Das ist gut. Ja, dann kann ich jetzt da sagen. Stopp. So, weil da sind dort nur genug Menschen oben, dass der da immer ständig gedruckt wird, oder? Weil die werden irgendwo nicht mehr runterfallen, nicht mehr mal an. Das ist ja jetzt, weil so viele Leute oben sind. Dann fällt dort ab und zu mal einer runter. Ich glaube, das wird sich gleich verbessern, desto weniger es werden. So, da kommen sie ja jetzt auf. Ja, dann würden sie den mitnehmen, aber ich brauche zuerst den anderen. Aber da ist leider der andere Goldie im Weg. Und der Goldie, der wird nicht überleben, wahrscheinlich. Na wohl, er überlebt schon, weil. Ah, nicht. Also das will ich jetzt dann unbedingt noch spielen und dann lasse ich euch in Frieden. So, da oben. Dann brauchen wir da einen weiten Sprung. Ich hoffe, das geht sich aus. Zip, ich schaffe es ja auch nicht. Also schaffe ich keinen weiten Sprung dahin. Cool. So, dann schaffen die auf den Taster daher. Und dann ist aber mein Goldie da dort, den will ich ja gar nicht da dort haben. Ich glaube, da brauche ich auf jeden Fall einen weiten Sprung, so, damit die da umspringen können und dann müssen sie gleichzeitig den da aufbringen. Oh, das wird sich alles nicht ausgehen. Das wird sich alles nicht ausgehen. Das wird sich alles nicht ausgehen. Und wenn ich die jetzt da umführe. Also ich probiere es jetzt einfach mal. Ich glaube, ich habe zwar nicht so schlecht gedacht und trotzdem ist mir das jetzt einfach zu hoch. Eieiei, das geht aber auch. Das holt jetzt gar nicht so. Ah ja, jetzt werden sie aber runterfallen alle zusammen. Weil die brauchen ja wieder einen Sprung. So, und da muss ich aber wahrscheinlich von da hinten schon springen, oder? Ja, jetzt reißen sie mal den leider mit in den Tod, das habe ich mir gedacht. War wohl nichts. So. Aber das bringt mir jetzt alles zum eigentlich eh nichts, weil. Weil ich muss jetzt den zweiten Taster noch irgendwie drucken. So. Nein. Da oben, daher, so dann nehmen sie den mit, dann machen wir da einen weiten Sprung. Oder weiter Sprung. Schauen wir mal, wie weiter geht. Dann ist er da, dann springen sie darüber. Oh, ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, jetzt verliere ich meinen zweiten. So, der ist jetzt zwar erlöst, aber die fliegen jetzt alle runter. So,
haben wir beide verloren. Also irgendwas mache ich noch falsch, was weiß ich noch nicht. Das wird die da oben fangen, dann fallen sie mir ja alle runter. Aber ich muss da nur zu den zweiten Tasten. Also ja, ich weiß schon wie. Und da muss ich den weiten Sprung schon da machen. Geht sie auch nicht aus. Beides geht aber nicht, ich kann nicht weitersprung. Und da stehen wir diese Hecken da im Weg, oder? Nein, das bringt mir auch nichts, weil ich. Also das ist jetzt echt schon ein bisschen knifflig. Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss die zweite Taste drücken, weil sonst kommen sie dort nie auf. Aber wie? Ach, von da oben aber. Von da oben aber das gehen. Ich tue den weiten Sprung weg. Tue ein Abbiegen her. Oder müssen wir runterfallen einfach, oder? Oder springen sie ein Stückchen? Weiß ich jetzt gar nicht. Probieren wir es einmal. Schauen wir mal, was die jetzt genau machen, ob sie runterfallen oder ob sie darüber steigen. Jetzt kommen sie her, nein, die fallen einfach nur runter, da kommt keiner drüber. Da kommt keiner drüber. Kann aber auch keinen Sprung unter, abbiegen, einbauen. Nein, das geht ja nicht, oder? Oder doch? Vielleicht hat der Ball jetzt gleichzeitig auch. Nein, dann springen sie nur da oben. Ja, irgendeiner ist jetzt wohl hergekommen. Keine Ahnung, wie ich das jetzt geschafft habe, aber das schaffe ich jetzt nicht mehr, dass ich die noch da hätte. Schaut, wie haben wir das jetzt geschafft? Dort war es ja leichter. Ich kenne jetzt nur noch von dort. Wieder habe ich gefallen. Ja, jetzt weiß ich es vielleicht. Das probiere ich noch, weil ich will es jetzt unbedingt schaffen. Und wenn man es dann 100 Mal probiert hat, dann schafft man es auch ganz sicherlich so zu machen, dass es dann immer klappt. So, ihr müsst nämlich da abbiegen. Na, gar nichts. Da aufhören und da um. So. Da war einmal so. So. Dann. Dann müssten wir das Ganze das da entfernen und einen hohen Sprung her, das da entfernen und abbiegen. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich das jetzt so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Da lassen wir ein paar oben. Sind die zu wenig? Jawohl. Nein, die sind zu wenig. So, für dort wird es wohl reichen. Ah, bin ich gut. Nur ich brauche jetzt noch ein paar. Da hilft ja nichts. Habe ich es geschafft? Hat gereicht? Haha, haha. Das wird jetzt schon ziemlich kniffelig. Auf jeden Fall habe ich es irgendwie das Level trotzdem geschafft und bin durchgekommen. Und komm zum goldenen Fisch, aber das spüren wir jetzt glaube ich nicht mehr. So, weil jetzt wird es wirklich schon sehr kompliziert. Jetzt kommen da diese ganzen einzelnen Dings. Gut, also, mir ist einmal wichtig, dass ihr das Spiel gesehen habt. Und ich muss sagen, es ist wirklich absolut genial. Vor allem, wenn ihr wirklich was übersucht, wo ihr auf Nacht euch hinsetzen könnt, auf der Couch und ein bisschen nachdenken müsst, das müsst ihr bei dem Spiel definitiv. Also da ist wirklich viel zum Nachdenken. Alles klar, so, ich gehe gleich auf zum nächsten Spiel. Ich habe noch ein paar Keys bekommen von Spielern, die erst erscheinen. Die ich euch noch nicht einmal sagen darf, aber ich kann sie zumindest schon mal spielen. Und ich kann euch sagen, die sind richtig cool. So, das war's von mir. Wer von mir noch kein Abo hat, bitte ein Abo und bitte jede Menge bunte Daumen. Tschüss, Baba, euer Uwe. Only the eyes real.